Jetzt die scheiß DFL. Ja, Gesänge, Wechselgesang zwischen Bochum und VfB. Auch immer krass bei sowas halt, ne? Auch immer krass. Ah, der VfB schmeißt Münzen. Geil. Das wieder witzig dann. Das wieder witzig. Da fliegen die Schokotaler. Das fängt dann wieder eine coole Form der. Ja, coole Aktion einfach, ne? Eine coole Form, damit umzugehen, zu protestieren. Eine kreative Option. Weil die tut am Ende des Tages keinem großartig weh. Sind halt Schokotaler, ne? Aber Zeichen ist gesetzt. Auch nochmal im Nachhinein. Spiel ist unterbrochen. Deswegen auch da nochmal Aufmerksamkeit. Von dem her. Sowas für eine ganz nette Aktion dann. Löffelt das Ding rein. Boah, schade. Schade. Gar nicht so schlecht. Undav kommt ran mit dem Fuß. Aufs Netz oben drauf halt, ne? Also das Chancenplus ohne eine hundertprozentige ist ganz klar bei uns. Ist schon mal ein gutes Gefühl eigentlich, das Spiel bisher. Bochum noch nicht großartig gefährlich geworden. Eigentlich gar nicht. Wir haben mehr vom Spiel, mehr Chancen. Nimmst du so mit, muss halt nur irgendwann treffen, ne? Sag mal! Hier mal reingehen, Alter! Karasor schon das dritte, vierte Mal, Mann! Gelb für Förster, zu Recht! Junge, was ein ruppiges Spiel, Alter! Wahnsinn! Wahnsinn! Na gut, war vor der Partie schon klar, ne? Statistiken, Faust am Gegner, Karten. Da ist Bochum mal ganz oben mit dabei. Das hat auch Abstiegskampf, ne? Oh, Leveling. Oh, Leveling. Oh, Leveling. Das sind so Szenen. Da flippe ich aus. Innerlich. Der geht vorbei an Bernardo. Bekommt den Ball. Er kriegt auch eine Berührung, klar. Aber anstatt dass er aufsteht und weiterläuft, was auch möglich gewesen wäre, steht er auf, überlegt kurz, du siehst ihm an, wie er überlegt und fällt dann. Spiel weiter. Berührung war da, hätte es vielleicht auch für einen Foul sogar argumentieren können. Aber geh weiter. Die Möglichkeit war problemlos da. Wir sehen sie gerade nochmal. Ja, da ist die Berührung am Knie. Ja. Aber der steht schon halb auf. Er steht schon halb auf. Aber entscheidet sich zu fallen, statt weiterzugehen. Er hätte locker weitergehen können. Locker. Hätte es einen Foul geben können. Klar, du hättest auch locker weitergehen können. Tempo hat er. Er wäre auch so vorbei gewesen an Bernardo. Und sich dann so selber eine Chance zu berauben, weil man einfach selber fällt, statt weiterzuspielen, fühle ich halt nicht. Ganz generell nicht. Noch wurde gar nichts weggenommen. Das ist ja das Thema. Ich glaube, die Fans wehren sich da gerade dagegen. Jetzt kommt Stenzel zum Capo. Unser Capo steht jetzt da und wird geredet. Das ist halt die Frage, wer da jetzt auf welcher Seite ist, ne? Ob die Fans da sinnvolle Punkte haben, dass sie sagen, nö, wir machen das da nicht weg. Weil sonst muss halt ein Fluchtweg frei sein. So. Das ist jetzt halt die Frage, was die Fans für Argumente auf ihrer Seite haben. Ob sie Argumente auf ihrer Seite haben. Du musst das Ding einfach runternehmen, ne? Ich suche immer nach Gründen für Fans, grundsätzlich. Ich suche immer nach Gründen für Fans erstmal grundsätzlich, ne? Auf Fanseite. Klar, das ist scheiße mit dem Auswärtsblock wohl, einfach auch scheiße gebaut dann. Wird wohl auch nicht zum ersten Mal ein Problem sein, dass es hier ein Fluchtweg ist, ein Fluchttor ist im Auswärtsblock. Aber Jungs, wir reden jetzt hier von 20 Minuten, von mir aus 15, wenn du Nachspielzeit mit reinnimmst. Dies hier dauert, die nicht angepfiffen wird. Stadionsprecher macht Ansagen. Ihr müsst das Ding halt runternehmen. Fertig. Keine Chance. Es gibt da keinen anderen Weg. Nimmt das Ding da runter. Hängt's woanders hin. Macht irgendwas. Findet einen Mittelweg. Wollt ihr jetzt wegen einem scheiß Banner Spiel abbrechen? Wollt ihr wegen einem Banner jetzt Spielabbruch haben? Am grünen Tisch oder was? Hängt doch ab, das Ding. Hilft doch keinem was. Kannst empört sein darüber. Der Block kann scheiße gebaut sein. Dies, das, alles okay. Aber Jungs, das Spiel muss weitergehen. Bin natürlich nicht vor Ort. Ist klar, ich bin nicht vor Ort. Aber wenn es hier, wie es herübergebracht wird, einfach heißt, ihr müsst da ein Banner wegmachen, weil da ein Fluchtweg ist, sonst pfeifen wir nicht an, dann mache ich den Banner da weg, weil da ein Fluchtweg ist und weil es sonst nicht angepfiffen wird. Keine Ahnung, Bruder. Vor allem,
Vor allem wo ich mich vor allem am meisten gerade frage, was kann man denn da gerade so lange diskutieren? Oder über was diskutieren die da gerade so lange? Ist doch eine ganz, ganz klare Situation. Das Ding muss weg, da ist ein Fluchtweg, sonst wird nicht angepfiffen. Über was wird da diskutiert? Über was wird da seit 20 Minuten diskutiert? Geht doch gar nicht. Was für Kompromisse willst du da finden? Ich sag, ich nehme hier gerne Fans in Schutz. Ich nehme sie gerne in den Schutz. Aber was hier gerade abgeht, ist ja komplett wild. Als Außenstehender. Nicht im Stadion, als Außenstehender. Von dem, was hier rüberkommt, dass einfach nur ein Banner weg muss, damit das Spiel weiterläuft. Und da sträuben sie sich dagegen. Finde ich Wahnsinn. Das hilft dem Verein doch nicht. Die Jungs fahren dahin für den Verein. Die Jungs machen Stimmung für den Verein. Die Jungs fahren überall auswärts hin, machen überall Stimmung für den Verein. Choreos, alles, Banner für den Verein. Aber jetzt wird ein Banner nicht runtergenommen für den Verein. Jetzt gibt es die Diskussion rund um Fluchtweg und dass ein Spiel nicht angepfiffen wird. Und das hat nichts mit dem Verein zu tun. Nichts mit für den Verein, überhaupt nicht. Sie wollen ihren Banner gerade nicht runternehmen. Darum geht's ja gerade. Da ist wieder schwierig. Jetzt bist du gerade komplett im Mittelpunkt. Durch Sturheit. Weil das Wichtigste bleibt das Spiel. Fertig, aus. Das Wichtigste bleibt das Spiel. Das Spiel, der Sport, der Verein. Das bleibt das Wichtigste. Und kein Ultra-Banner. Und von mir aus dann auch keine Prinzipienfrage und so. Das gilt hier auch nicht. Das Spiel muss weitergehen. Die andere Frage ist natürlich auch, warum hat dann die erste Halbzeit funktioniert? Was war denn da anders in der ersten Halbzeit? Oder haben sie es da noch akzeptiert? Weil erste Halbzeit war doch genau, oder? Das sah auch genau gleich aus. Die haben doch kein neues Banner rangemacht, oder? In der ersten Halbzeit, oder in der zweiten Halbzeit jetzt. Erste Halbzeit war doch genau gleich. Warum haben sie denn da gespielt und jetzt nicht? Bruder, wenn die jetzt hier einen Spielabbruch provozieren, ne? Undav geht auch genervt weg. Ey, Jungs, das ist eine ganz schlimme, das ist eine ganz, ganz peinliche Aktion. Das tut dem Ruf richtig weh. Das scheißt richtig krass auf unseren Ruf. Das kackt auf den Ruf von den Ultras. Auch auf die, die damit nichts zu tun haben. Das wird einen scheiß Ruf auf die VfB-Spiele ganz generell bringen. Oder auf VfB-Fans ganz generell, nicht VfB-Spiele, auf VfB-Fans ganz generell bringen einen schlechten Ruf auf uns. Das hier ist... Ich sag's, wie es ist, die Aktion hier ist einfach nur komplett vereinsschädigend. Im weitesten Sinne. Das, was hier passiert, ist im weitesten Sinne einfach nur vereinsschädigend. Fertig, aus. Und dann kommt mir bitte nie wieder mit der Verein ist das Größte. Keiner ist größer als der Verein. Das hier ist gerade das Nummer 1 Gegenbeispiel. Es heißt immer, keiner ist größer als der Verein, bezogen auf Trainer, bezogen auf Präsident, bezogen auf Spieler. Keiner ist größer als der Verein. Hier sind gerade Greise größer als der Verein. Hier sind gerade welche seit fast einer Dreiviertelstunde größer als der Verein. Die VfB-Fans ziehen gerade die Banner hoch und zeigen, ey, Tür geht doch auf. Ey, Junge, wirklich... Natürlich geht die Tür auf. Aber nur, wenn du die Dinger hochhebst. Und darum geht's ja. Die Dinger sollen da weg. Darum geht's ja. Natürlich kannst du es öffnen. Aber wie es der Kommentator ja auch sagt, in Notsituationen, in Hektik, in Massenpanik, whatever, geht die Tür nicht so locker auf wie da. Da hast du nicht die Ruhe und nimmst das Banner hoch und schiebst die Tür nach vorne. Also, ich kann absolut verstehen, warum da das Banner weg soll, das Banner höher soll, das Banner mehr frei machen muss. Junge, das Spiel wäre eigentlich normalerweise schon aus, ne? Ich sag's, wie es ist. Wir müssen uns eigentlich gerade glücklich schätzen, dass das Spiel noch nicht abgepfiffen ist. Sag ich mal. Wir müssen uns gerade glücklich schätzen, dass das Spiel noch nicht abgebrochen ist. Die zweite Halbzeit wäre gerade vorbei. Dass Bochum und so weiter hier gerade so lange mit sich machen lassen, ist unser Glück gerade. Das Ding muss eigentlich schon längst abgebrochen sein, sage ich, wie es ist. Dass die sich das hier so lange geben,
ist unser Glück aktuell noch. Die Banner hängen ja immer noch. Hä? Die Banner hängen immer noch. Das heißt, zusammengefasst, wir sitzen hier seit 16:35 oder so. Jetzt haben wir 17:20 Uhr. Das Spiel wieder angepfiffen. Mit genau dem gleichen Stand. Genau dem gleichen Stand, den wir zur ersten Halbzeit hatten. Wir pfeifen jetzt die zweite Halbzeit mit 50 Minuten Verspätung an. Und am Ende des Tages bleibt alles genau beim Alten, wie es gerade auch ist. Wie gesagt, ich bleib dabei. Ich finde das nervig. Und wie gesagt, auch in Teilen dann auch vereinschädigend, wenn man sich das so stur präsentiert, wie es die Ultras getan haben. So wie es da gewirkt hat, ne? Was wir hier mitbekommen. Auch wenn du jetzt hier seit über 50 Minuten Diskussionen hast, dass ein Banner weg soll, am Ende gefühlt 3, 4, 5 Instanzen drüber gucken und sich nichts verändert hat im Block, dann war es wohl am Ende des Tages halt doch auch gar nicht so schlimm. Da hättest du das Spiel auch schon anpfeifen können für 50 Minuten, hat sie nichts getan. Hat sie nichts verändert. Hättest genau gleich anpfeifen können wie vor 50 Minuten, hat sie ja nichts verändert. Dann wird ein Argument, wo du wieder auf die Seite gehen kannst, dass du sagst, boah, schwierig, dann da lang so rumzumachen, wenn du es am Ende trotzdem so freigibst. Dann hatten vielleicht doch die Ultras auch ein paar Argumente auf ihrer Seite. Im Grundsatz, wie gesagt, in der Sturheit, da hier fast eine Stunde auszusitzen, bleibe ich dabei, finde ich schwierig. Aber jetzt spielen wir einfach genau gleich weiter wieder vor. Das ist schon auch krass. Da geht keiner gut raus aus der Situation. Boah. 1-0 Bochum. 1-0 Bochum. Geil. Da hat sich das Warten ja auch richtig gelohnt. Auf den Anpfiff für die zweite Halbzeit hat sich das Warten richtig gelohnt. Jetzt liegt man auch noch hinten. Ist das geil. Jetzt liegen wir auch noch hinten. Auf den Wiederanpfiff hat sich es richtig gelohnt zu warten. Auf den ersten Blick ist es da auch schon gut auch ein Fehler von Zagadou oder einfach nicht wach genug von Zagadou da hinten. 1-0 Bochum. Das ging schnell in Halbzeit 2. Das ging schnell. Leveling, wagt nochmal im 16er. Zurück, Undaf, mit dem Rücken zum Tor. Leveling. Oh! Boah, der war knapp. So einen aus der Situation. Erstmal gut, dass er ihn durchgebracht hat. Lagen viele Bochumer vor ihm im Weg. Standen vor ihm im Weg. Aber bis halt 10 Meter, 8, 9 Meter vom Tor. Und dann halt leider am langen Pfosten vorbei. Bring das Ding aufs Tor und das Ding ist drin aus der Entfernung. Den darf er schon machen. Aufs Tor bringt man mindestens. Ja, Kirassi hat damit, glaube ich, keinen großen Unterschied. Also, klar, wenn da jetzt ein Kirassi statt einem Leveling stehen würde, wäre er vielleicht drin. Das sind ja alles Fragen, die helfen ja nicht. Oder Gedanken oder sowas, die helfen ja nicht. Er ist nicht da. Ist das, wenn er da wäre, hätte er immer noch ein Leveling stehen können, ne? Ball lebt noch, Ball lebt noch, Ball lebt noch. Leveling. Magnumann, Flanke rein. Die kommt ganz nach hinten durch. Undaf. Ja, willkommen zurück im Chancenwucher. Herzlich willkommen zurück im Chancenwucher. Undaf legt das Ding in die Mitte und Stiller steht 5 Meter vom Tor. Und rollt den Ball rechts am Tor vorbei. Nach Leveling, jetzt Stiller. Es muss halt, allein nach den beiden Chancen, muss es 1-1 stehen. Die Reaktion kommt gerade, Offensivdruck ist da. Aber es wird langsam echt auch wieder, geht langsam wieder in gefährliche Bereiche des Chancenwuchers, die wir alle nur zu gut kennen als VfB-Fans. Ich hoffe, die werden gleich von irgendeinem Tor von uns unterbrochen. Sonst wird das echt, echt ärgerlich. Mio, weiter Ball, der lebt noch. Und darf... Oh! Wild. Der schließt ab. Der schließt einfach ab. Spitzer Winkel, Abschluss Undaf. Und sogar noch eine Ecke rausgeholt, ne? Weil Riemann dran war. Hand und Pfosten. Eckball für uns. Lebt noch. Ja!
Bruder, das kannst du halt auch keinem mehr erzählen. Das kannst du halt auch keinem mehr erzählen dann. Dann holst du halt keine Punkte. Dann holst du halt keinen Punkt in Bochum. Anton kommt 5 Meter frei vom Torwart zum Schuss, kloppt das Ding geradeaus auf den Torwart und dann abgefälscht und nochmal Ecke. Eine fast 100%ige von Leveling, eine 100%ige von Stiller, eine 100%ige von Anton und das allein in der zweiten Halbzeit. Wenn du halt davon keine nutzt, dann verlierst du halt auch solche Spiele. Vorbei. 0,81 zu 2,04 Expected Goals. Gut, machen wir Spielfazit. Bochum gewinnt das Ding. Expected Points, vorhin schon vorgelesen. Du musst hier einen Punkt holen. Mindestens einen Punkt holen. Nach dem Spielverlauf auch. Erste Halbzeit warst du schon ein bisschen besser. Es war klar, dass du immer mehr vom Ball haben wirst. Das war sowieso klar. Auch von der Ausgangslage her war es klar. Hattest da schon ein paar Chancen. Keine hundertprozentigen. Die hast du in der zweiten Halbzeit. Leveling, Riesenchance. Anton, Riesenchance. Noch eine Riesenchance, die mir gerade entfallen ist. Stiller, genau. Stiller, Riesenchance. Klar, Bochum auch. Ein, zwei Aktionen nochmal per Konter halt. Ne? Als sie schon geführt haben. Das passiert halt. Ist auch gegeben. Aber du musst hier einen Punkt holen, mindestens. Du wurdest hier nicht geschlagen, weil Bochum geil war, weil Bochum besser war, whatever. Haben halt gebunkert, auch das kann man sich drüber aufregen. Ist auch einfach ein Grund, warum der deutsche Fußball in Summe, gerade im Abstiegskampf, vielleicht nicht so attraktiv ist, wegen so einem Mauerfußball. Aber auch da, auch das, um das zu relativieren, ist halt Abstiegskampf. Das ist Abstiegskampf, das ist auch schon Bochum seit Jahren. Das war klar, dass das kommt. Dass Kampf kommt, dass Fouls kommen, dass Bunkern kommt. Das war klar. Das darf keine Ausrede sein, kein Schönreden sein für uns. Wir hätten hier einen Punkt mitnehmen müssen. Wurden hier von uns selbst geschlagen. Weil wenn du vorne eiskalt bist, wie gesagt, was waren es am Ende? 0,8 zu über 2 Expected Goals. Auch wenn das sich viele nicht anhören wollen, die Statistiken. Aber sie sind halt da. Sie haben auch eine gewisse Aussagekraft. Wenn du das halt hinbekommst mal wieder, wenn du keinen Chancenwucher feierst, in Gladbach war es ja auch schon ähnlich, da kannst du auch schon problemlos mit ein bisschen mehr Klarheit einen Punkt holen in Gladbach. Heute musst du ihn holen. Heute waren die Chancen auch klarer als in Gladbach. Du hast dich heute selbst geschlagen, weil du vorm Tor zu blöd warst. Fertig, aus. So in Szenen mit der Halbzeitpause, der Verlängerung habe ich genug gesagt schon vorhin. Kannst, glaube ich, oder im Verlauf des Stream-Highlights, im Verlauf des Streams auch genug gesagt, kannst, glaube ich, echt zusammenfassen mit beide Seiten gehen da scheiße raus, dass es dann eine Stunde gedauert hat. Die eine Seite mit der Organisation, die das so lange hat ziehen lassen. Und am Ende sieht es genau gleich aus. Hat sie am Ende nichts getan, aber einfach eine Stunde gedauert. Auf der anderen Seite die Ultras, die halt einen Banner nicht wegmachen wollten, die das Spiel aufgehalten haben, die, ich weiß nicht, wie weit es hätte gehen können. Im weitesten Sinne sogar vielleicht auch einen Spielabbruch fast dann in Kauf genommen hätten oder in Kauf hätten nehmen müssen vielleicht für ihr Banner, für ihre Aktion, für ihr Gewissen quasi, für ihr Prinzip, was auch wieder schwierig ist, was auch nichts mit dem Thema der Fußball im Vordergrund, der Verein im Vordergrund hat damit nichts zu tun. Das soll dann wieder, ne, Thema größer sein als der Verein. Aber, ne, auf der anderen Seite, wie gesagt, auch da, das war genau das Gleiche am Ende des Tages wie die erste Halbzeit. Genau das gleiche Bild, genau der gleiche Banner in genau im selben Ort. Und dafür ist eine Stunde gedauert. Also da geht keine Partie, keine Seite, Verein, Feuerwehr, was weiß ich, Fans, Organisatoren, wie auch immer, Stadion. Da geht absolut keiner, keiner geht da gut raus. Aber sportlich ist das Wichtigste. Und da waren wir heute gut genug für einen Punkt, aber vom Tor einfach doof. Bochum war hier nicht besser. Bochum hat es einfach am Ende durch den Kampf und sowas für sich verdient. Und ne, das wird auch, ne, wird dem Bochum auch egal sein. Darf ihn auch herzlich egal sein im Thema Abschiedskampf, im Thema Klassenerhalt. Wir haben es einfach selber geschlagen, zu doof vom Tor. Das müssen wir langsam einfach wieder abstellen. Auch da, klar, kannst sagen, wenn ein Girassi mitspielt, dann ist da vielleicht einer drin. Klar, kann sein, hilft uns nicht, er ist nicht da. Und auch mit Girassi auf dem Platz hätten die Chancen trotzdem auch auf Stiller fallen können, auf Anton fallen können, auf Leveling fallen können. Die spielen ja auch trotzdem weiterhin. Kannst ja nicht sagen, dass nur Gerrit hier auf dem Platz steht, der auch genau die Chancen bekommt. Ne? Also das ist ein leidiges Thema. Es ist auch, wie auch gegen Gladbach schon gesagt, auch kein Downfall. Es ist auch kein, wir kategorisieren uns ein und wir landen die Saison auf einmal doch auf Platz 15. Das ist es auch nicht, weil auch heute, das war eine Niederlage, in der wir
nicht so gespielt haben, um verlieren zu müssen. Das war auch schon deutlich anders die ganzen letzten Jahre. Da haben wir Niederlagen eingesteckt, die hoch verdient waren, die ja noch schlimmer hätten ausfallen können. Jetzt in Gladbach war es eine, wo du auch hättest einen Punkt mitnehmen können. Ne? Und jetzt hier in Bochum hättest du einen Punkt mitnehmen müssen auf jeden Fall, weil deine eigene Dummheit, deine eigene Chancenverwertung und so weiter und so fort, wie gerade schon angesprochen, habe auch nach Gladbach schon gesagt, wenn das die Form von Niederlagen ist, die wir gerade einstecken, die wir mitnehmen diese Saison, ist das für mich, ich weiß nicht, ob ihr mitgehen könnt oder nicht, ist das für mich akzeptabler als letzten Jahre, wenn ich sage, wir verlieren Spiele, aber selbst Spiele, die wir verlieren, spielen wir nicht grandios scheiße, ne? Wenn ihr versteht, was ich meine, wenn ihr mir da folgen könnt. Deswegen gehe ich heute genervt raus, auch genervter raus wie aus Gladbach irgendwie, aber jetzt auch nicht mit einem Gedankengang raus, dass wir nächste Woche gegen Leipzig uns 6 Hütten fangen und 0-6 verlieren und da gar nichts geht. Deswegen auch da, wir brauchen jetzt auch nicht mehr tief reden, schlecht reden als nötig. Das ist so das Spielfazit.